Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner 6. Landkarte bei Transportfieber 2. So, wir sind mal wieder unterwegs hier mit dem schönen Zug. Wo wir Waren nach Dresden transportieren wollen. So, da gehen wir mal raus. Der ist ja gleich da, der fährt bloß noch hier hoch. Und da schauen wir mal in der Warenfabrik. Da stehen schon zwei Züge und die laden schon. Der eine ist schon bald voll. Den können wir mal losschicken. So, und die haben alles noch. Das läuft. Und da wollen wir mal schauen in Dresden. Jetzt, ja, es ist schon was angekommen. Oh, hier liegt sehr viel rum. Also mal gucken, das soll nach Dresden. Da müssen wir mal noch 4 Trams einsetzen. So. Da haben wir 10 auf der Linie. Ja, sonst wird das zu schnell voll alles. Ja, wir haben noch eine Kapazität von 1000 in den Lagerhäusern hier, aber muss nicht sein. Die brauchen das in Dresden und das sind Waren. So, Staus haben wir nicht mehr. Hier haben wir einen ganz schönen Verkehr. Ja, das hält sich noch in Grenzen. Wir müssen hier diese Straße noch rausziehen. Und hier anschließen. Ja, mal schauen, dass wir diese bisschen gerade hinkriegen. So sieht's doch ganz gut aus. Und dann tun wir das gleich terraformingen. So, und dann. Ja, die fahren alle hier raus. Man könnte jetzt die Straßenbahn. Naja, nee, die lassen wir so. Wir werden denen mal hier noch ein paar vernünftige Straßen geben. Also die zumindest. Und die. Und das Zickzacke machen wir mal weg. Da haben sie erstmal ein paar Straßen. Ja, die gefällt mir nicht. So schräg hier rein. Die kriegt er ein Stückchen anders. Die machen wir so. So, haben sie hier noch was gebaut? Nein. Hier haben sie noch eine gebaut. Ziehen wir die Straße noch rüber. So. Und hier das Ende mit Bahn. Haben sich ganz schön erweitert hier Dresden.
Das wird wohl unsere größte Stadt, nee. Bautzen, Dresden. So, haben wir jetzt hier die Waren im Griff? Noch nicht ganz. Setzen wir noch zwei Straßenbahnen ein. Verkehr rollt. Alles gut. Chemnitz kriegt alles. Ja, wir müssen hier könnte hier noch eine Straße direkt wie eine Autobahn lang ziehen. Können wir denn schon eine Autobahn bauen? Wie sieht denn das aus?
Wir müssen oben bleiben. Aber wir müssen hier rüber. Sind wir wieder höher? Nein, das wird. Bei der zweiten Brücke könnte es knapp werden. Wir probieren es mal. Das war zu weit vorne. Noch ein Stückchen. Das passt. Ach so, jetzt habe ich denn keine Brücke zugewiesen. Jetzt wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Wir sind viel tiefer.
jetzt auf gleicher Höhe, ne? Eins hoch. So. Also die Höhe haben wir. Das noch mal umbauen. Oder wir fahren hier drüber. Wir machen hier einen Kreisel. Kriegen wir garantiert eine Brückenpfeiler-Kollision. So, noch geht's. Ich baue das mal.
Hier rammeln wir dran. Ja, das können wir ja umbauen. Das können wir ja umbauen. Jetzt haben wir eine Brückenpfeiler-Kollision. Wenn ich das einen Ticken hochnehme. Ah ne, hoch. Den Zug ein bisschen umleiten. Wir bauen das mal. Ne, Gleise. Eher runter. Volle Kanne runter. So. Dann gehen wir hier drüber. Schon unten. Und dann können wir direkt bis da drüber gehen. Da hätten wir das gar nicht so hoch bauen brauchen. Und da füllen wir das hier auf. Dann gibt es noch ein Signal hierher. Reißen wir das Stückchen noch mal ab. Bis dorthin. Ne, das ist doch eine Piste. Jetzt nehmen wir uns das. Brauchen wir aber Landstraße. Hier lang. Hier machen wir ein Kreuz.
einen kleinen Ticken hoch. Ah, hier sind wir irgendwo runtergekommen. So ein Mist. So ein Mist. Müssen wir das noch mal wegmachen? Nee. Wir sind hier irgendwo runtergekommen. Also hier sind wir noch auf gleicher Höhe. Da wollen wir mal hier. Da geht er nämlich einfach runter. Und das soll er nicht. Er soll auffüllen. So. Ja, das Umdrehen ist manchmal nicht so einfach. Das mache ich mit der rechten Maustaste. Also irgendwie halt es immer noch nicht hin. Das müssen wir nochmal drehen. Und das müssen wir nochmal drehen. Und das Stückchen. Jetzt dreht er wieder das komplett. Hallo, das sollst du rumdrehen. Jetzt hat es richtig gedreht. So, dann können wir das auch noch anschließen. Dann brauchen wir Landstraße. Machen wir richtig fett. Wir fahren hier mit einer Brücke hier rüber.
könnte man so machen, aber ich hätte gerne hier schon eine kleine Kurve. So, jetzt dort rein. So, und da haben wir das erste Stückchen Autobahn geschaffen. Von Dresden, Bautzen nach Torgau. Und dann könnte man hier durch nach Cottbus eine Autobahn bauen. Und hier hoch nach Berlin mit dem Kreuz hier und hier abzweigen hier nach Leipzig. So, nun wollen wir aber noch mal gucken, ob das hier alles so läuft, wie es laufen soll. Wir haben hier Maschinen und irgendwie werden die nicht aufgeladen. Jetzt. Schick dann einfach mal los. Ich schicke die noch mal rum, damit das leerer wird. Oh, hier fährt schon eine Linie von uns, fährt schon hier über der Autobahn. Gucke an. Einer hat den kurzen Weg entdeckt. Da wollen wir mal ein bisschen terraformen.
Brücke. Hier kommen wir. Das ist unsere. Ne, hier fahren wir auch. Wir haben schon zwei Linien, die hier lang fahren. Oh. Ja, da können wir doch ein bisschen Wald anpflanzen, Bäume hier. Wald ist immer gut. Wir dürfen bloß nicht auf die Schiene kommen. So, jetzt nehmen wir den hier, die Straße, als Landstraße, bauen wir die zurück. So, Freunde, ihr sollt gefälligst über die Autobahn fahren. Diese schmucke Autobahn gebaut. Hier kann man mal noch ein bisschen terraformen.
haben schon Privatverkehr. Ne, von Gleisen steht nichts. Ne, das ist fast kritisch, aber es geht noch. Nicht nach. Dann nehmen wir mal noch drei rein. Wir gucken uns mal die Linie an. Nicht, dass die irgendwo im Stall stehen. Nö. Ah, das ist halt eine große Runde hier, was die fahren müssen. Fahren 160, ne, 200 sogar. 124 Kapazität. Können wir die irgendwie zu wenig Kapazität hier. Und neue haben wir noch nicht. Da haben wir die hier. Naja, 57. 125. Nee. Ach, wir haben hier schon den TGW, haben wir. Dresden-Balzen. TGW fahren lassen. Das lohnt sich nicht. Nehmen wir aber hier noch einen dritten rein. Und die Linie macht sich bezahlt. Wir nehmen noch einen rein. So, dann schauen wir mal. Sieht alles gut aus. Dann nehmen wir mal noch einen Tram weg. Dann Öl sieht gut aus, Getreide sieht gut aus. Und hier hat man die Raffinerie und das Getreide sieht auch gut aus. Das läuft irgendwie nicht. Läuft das nicht an? Ein Fehler auf der Getreidelinie. Nee. Das ist nicht die Abfrage so hoch. Was ist das? Das ist der Kesselwagenzug. Da müssten wir auch mal neue Lokomotiven. Da haben wir zwei Stück mit Rohöl, die fahren hier runter und laden hier jetzt auf, jawohl. Das ist ein Getreidezug mit Dampf. Ja, ein bisschen Nostalgie. Aber wir könnten mal schauen, ob wir
elektrisch. Wir haben doch die 155er. Wenn wir da zwei Stück nehmen. Und dann nehmen wir Cargo-Getreide nach Höchstgeschwindigkeit. Da brauchen wir bloß 125. Die hier haben wir noch mit 20, die sehen doch gut aus. Wie lang ist unser Zug? 320 Meter. 320 Meter. Cargo, Getreide. Hundert kriegen wir jetzt rein. Dann haben wir 380. Ja, das machen wir. Jetzt habe ich gar nicht nach der Leistungsbewertung geguckt. Das haben wir schauen. Na, ist noch gut. Die noch unter die Lupe. Ach, da haben wir die. Ja, das kann man so lassen. Diesel. Da dieseln wir. So, und das hat sich nicht. Maschinen für Cottbus. Hier stehen die LKWs. Ich muss mal die Fahrzeuge mir anschauen. Nicht, dass die hier keine Steine. Ich denke, die hatten alle Güter. Nach Höchstgeschwindigkeit. Cargo. Auch was mit Abteilen. Da waren die gut. Die haben 5 Abteile. Nein, die lassen wir. Die haben 3 Abteile. Wir lassen die. Alle Güter. Ja, das ist. Jetzt stehen die hier im Ausgang. Die sind nicht immer voll, oder? Ich verstehe nicht, warum die nicht die Ziegel laden. Ach nee, das ist für Torgau. Für Torgau. Ich gucke die ganze Zeit rum auf 14. Und die Papyrus.
wir die mit Plane. Kriegen wir mehr weg. Und von denen schmeißen wir ein paar runter. Habe ich auf die falschen gesetzt. Die leer sind, schmeißen wir runter. Unser Versandsender. Ja, und mit dem Blick auf die Uhr sagt mir, wir haben schon wieder eine Stunde gebastelt. Aber wir haben was geschafft, wir haben ein Stückchen Autobahn fertig. Ja, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.